Ich melde mich schon wieder mit einer Technikübung und zwar geht es heute ums Rückenschwimmen. Ich werde euch gleich das Rückenabschlagschwimmen oder das Rückenwechselzugschwimmen vorstellen. Sehr, sehr wichtige Technikübung, um einfach den Armzug zu trainieren, aber auch die gesamte Wasserlage sowie den Beinschlag. Könnt euch auch immer merken, eine Abschlagvariante oder eine Wechselzugschwimmart ist auch immer was, dass man sehr, sehr über die Beine schwimmen muss. Regelmäßiger Beinschlag, deshalb Anfängerbereich, Flossen anziehen. Immer sehr, sehr wichtig, um die Wasserlage anzuheben, um die Technikübung einfach über längere Zeit aufrecht zu erhalten. So, was mache ich jetzt? Ich stoße mich gleich ab, fange dann wirklich mit einem Rückenarmzug an. Zack, werdet ihr gleich sehen, mit richtigem Wasser fassen, Zugphase, Druckphase zum Körper hin, wie ihr das schon kennt. Werden wir dabei auch Fingerpedals anziehen, um einfach den Abdruck, das Wasserfassen, das Ziehen, das Drücken noch zu verstärken. Und ja, viel mehr gibt es zum Abschlagschwimmen gar nicht zu sagen. Schaut einfach zu und ich melde mich gleich wieder. Ja, wie gesagt, durch die Fingerpedals wird es immer noch ein bisschen eindeutiger und werdet ihr gleich sehen. So, ich weiß ja, die meisten Leute von euch wollen immer nur Kraulschwimmen, 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 Technikübung fürs Kraulschwimmen, aber ganz wichtig, dreht euch mal auf den Rücken, schwimmt mal Rücken, einfach ein super Ausgleich, Training der Rückenmuskulatur, einfach mal ein anderes Gefühl, da die gute Wasserlage zu erzielen, da muss man wirklich effektiv mit dem Armzug arbeiten, bis zur Druckphase, um wirklich diesen Auftrieb, diesen Vortrieb zu haben und um nicht schräg im Wasser zu stehen. Ich hoffe, ihr habt gesehen, worauf es ankommt. Nehmt Druck im Armzug, zieht kraftvoll, beschleunigt bis zum Ende, bis zu den Oberschenkeln mit Fingerpedals. Wunderbarer Indikator. Berührt mit diesem Fingerpedal in der Druckphase euren Oberschenkel. Da muss der Oberschenkel rot sein danach. Dann seht ihr, dass ihr bis zum Ende gezogen habt. Und jetzt, wenn ihr nicht wisst, ob ihr einfach gut rückenschwimmt, ob ihr da Fehler macht, macht die Technikanalyse. So viele Leute wissen einfach nicht Bescheid oder oftmals ist einfach die Selbstwahrnehmung eine ganz, ganz andere. Deshalb nehmt unser Angebot wahr, macht noch bis Ende August die Technikanalyse zum Vorzugspreis und es ist wirklich eine super Sache, auch eben für andere Lagen, nicht nur fürs Kraulschwimmen. Man kann das für alle Lagen machen und das war's schon wieder mit dieser Technikübung. Probiert es zu Hause aus, liked uns auf allen sozialen Netzwerken, abonniert uns. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.